Hallo und herzlich willkommen zur Backsperience. Ich bin Ralf Bauer und zusammen mit meinem Kollegen Marc Militzer begrüße ich euch zur fünften und letzten Show des heutigen Tages. Wir befinden uns sozusagen im Endspurt und legen gleich noch einmal richtig los. Vorab noch einmal der Hinweis auf unser Live-Q&A mit Christian, der sich im Chat auf eure Fragen freut und diese anonym an uns weiterleitet. Hallo, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur letzten Show. Ich hoffe, wir konnten bisher alle Fragen gut beantworten und das auch jetzt noch weiterhin tun. Wir beantworten sie entweder direkt live oder auch nach der Show, wenn ihr eure Kontaktdaten im Chat hinterlasst. Macht bitte noch einmal reichlich Gebrauch von dieser Funktion. Auf dem Bexpertensessel hat diesmal wieder Rolf Sommer Platz genommen, der eure kniffligen Fragen beantworten wird. Auch von meiner Seite schönen guten Abend und wir freuen uns auf die letzte Show an diesem Tage. Wir starten durch mit dem Thema kulturelle Vielfalt, frische Rohwürstchen nach Gusto. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal an die Bildschirme zu Hause. Es ist ja schon etwas später geworden. Ich hoffe, die Vorprodukte haben Ihnen gut geschmeckt. Der Bauch ist gut gefüllt. Natürlich braucht man jetzt auch noch was für die Abendzeit zum Snacken, zum kleinen Bier, zum Wein. Muss noch etwas sein, heißt glaube ich immer so schön. Genau. Und freue mich, dass ich heute meine erste Show mit meinem Kollegen Ralf Bauer machen darf. Ein absoluter Experte im Bereich Rohwurst, der bei uns im Technikum ja immer die ganzen Produkte in hervorragender Art und Weise herstellt. Rohwurst ist ja also ein bisschen unser Steckenpferd. Auch bei der Firma Beck haben wir uns in den letzten Jahren viel der Rohwurst gewidmet, viel Produkte entwickelt, viele Kulturen getestet, einfach zu schauen, was das optimale Produkt natürlich für unsere Kunden ist. Darauf wollen wir uns immer sauber einstellen und wollen immer versuchen, für euch das Ideale rauszuholen. Es ist immer von der Region natürlich auch abhängig, was die Kunden gern möchten. Ja, will man was Weiches haben, will man etwas Härteres lieber in dem Bereich verwenden und wie soll eine Rohwurst schmecken? Sehr deftig, sehr kümmelbelastig oder einfach nur klassisch Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Aber wir haben auch wieder viele Produkte für euch vorbereitet. Ihr seht sie hier vorne schon relativ gut aufgereiht und ich hoffe, ihr habt die Produkte, die wir euch zur Verfügung gestellt haben und auch nach Hause geschickt haben, schon mal herausgeholt, ein bisschen temperieren lassen, ein bisschen entspannen lassen, so ein Produkt immer. Und dann können wir auch schon loslegen. Genau, also noch einmal ganz kurz, die Rohwürstchen, die ihr zu Hause in eurem Probierpaket bekommen habt, sind wiederum alle bei uns eigens in der Firma Beck im hauseigenen Technikum hergestellt worden. Und wir haben auch das Ganze per Video aufgenommen und hätten da jetzt auch einen kleinen Film für euch, den wir mal abspielen würden. Dann würde ich sagen, wir starten dann mal kurz den Film. Genau, zur Einleitung. Dazu werden wir mal einen kleinen Cut machen oder wir werden einfach dazu was sagen. Aber lasst euch einfach überraschen und schaut zu, genau, was im Technikum passiert. Genau. Daraus machen wir heute richtig leckere Kaminwürzen. Außerdem machen wir noch Landjäger, verschiedene Salami-Sticks, Kümmelknacker, Zwiebelbeißer. Mein Name ist Rolf Sommer und ich bin nicht von der Bravo. So, der Meister durfte heute selber ran. Also haben wir gesehen, unser Experte Rolf Sommer heute selber am Kutter. Ich glaube, da ist er auch immer ganz, ganz gerne, gell, Ralf? Gell? Ja. Muss man aufpassen, dass man nicht vom Kutter weggedrängt wird. Da hat man dann auch nichts mehr zu melden. Ja. Ja, ist ja gut so. Also muss ja sagen, wir sind ja alles Praktiker. Wir wollen ja gerne unsere Erfahrung und die Erfahrung, die wir auch bei euch in den Betrieben immer mitbekommen, natürlich auch gerne wieder einsetzen und euch auch jeden weitergeben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir oft in den Betrieben sind, oft am Kutter stehen, oft was machen bei euch. Das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach nie den Bezug zum praktischen Produkt verlieren. So ist es. Was ist für dich eigentlich, Ralf, die wichtigste Geschichte bei einer guten Rohwurst? Ich, wie man es gerade gesehen hat im Kutter, da fängt es schon mal ganz am Anfang an, wenn man eben das leicht angefrorene bzw. leicht angetaute Fleisch im Kutter gibt, gleich die Gewürze zusammen mit der Starterkultur aufs Fleisch geben. Ganz einfach die Starterkultur am Anfang mit zugeben,
zwecks der Verteilung. Es ist eine relativ geringe Zugabemenge im Verhältnis zu Salz oder andere Zutaten. Und dass man das eben frühzeitig reinbekommt zur perfekten Verteilung. Zum Thema Starterkulturen kann man ja sagen, wenn die Menge, die ihr herstellt, relativ klein ist, könnt ihr die Starterkultur auch ein bisschen in Lösung bringen. Dann verteilt sie sich natürlich im Produkt noch mal besser. Ab einer Menge, ich sag mal von 10, 20 Kilo, ist das überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr das einfach zum Gewürz dazu und gebt das auf euer Produkt mit drauf. Also die Leute haben es jetzt schon gesehen, der Rolf hat jetzt hier im Video Landjäger gekuttert. Eigentlich ganz klassisch, wie man eine Salami auch kuttert. Jetzt hat er sie dann eben gefüllt und jetzt geht es in die typische Landjägerpresse, also in die Vorpresse. Und ich glaube, das Wichtige bei der Landjäger ist, dass wenn man die Masse kuttert, dass die einfach ein bisschen bindiger ist. Ja, wenn die zu kalt und zu steif ist, dann hat man einfach ein Problem, dass man die sauber in die Presse auch reinbringt. Und so lässt sie sich einfach ein bisschen besser füllen und lässt sich einfach besser auch für den Kunden handhaben. Hier, jetzt habe ich mal kurz auf Pause gemacht. Hier sieht man genau, wie die eine Presse jetzt in den Kühlraum wandert und die andere Presse in die Anlage wandert. Ganz einfach, mit GDL, ohne GDL. Hier sieht man es ganz deutlich. Ohne GDL heißt mit Naturreifung. Hier wird ein Reifepräparat mit Zuckerstoffe verwendet, wo auch Kulturen verwendet werden, die eben eigens den pH-Wert dafür absäuern. Und bei GDL-Ware braucht man das eben so nicht, diese Wärmebehandlung. Hier wandern die Landjäger 2 bis 3 Tage in den Kühlraum. Genau, das ist ja auch der Vorteil, den man auch schon früher genutzt hat, als die Metzger noch nicht so gute Anlagen hatten. GDL, Glykron-Delta-Lacton, ist ja dafür da, dass man eine pH-Wertabsenkung kriegt. Auch da spielt die Menge des GDLs wieder eine entscheidende Rolle. Wie tief will man vom pH-Wert kommen? Was will man für ein Produkt haben? Will man eine frische Rohwurst haben, die relativ weich und krümelig noch ist, aber trotzdem in einem pH-Wert von 5,3, 5,4 liegt? Oder will man eher in den Salami-Bereich gehen, wo man unter dem pH-Wert 5,3 kommt, wo dieser isoelektrische Punkt ist, wo die Ware fermentiert, wo sie eine Gelbildung hat, wo man eine gute Abtrocknung kriegt über die gute Abgabe des AW-Werts. Und da kriegt man einfach ein super Produkt hin. GDL braucht keine Reifeanlage unbedingt, deswegen auch immer im Kühlhaus herstellbar. Genau. Würde allerdings auch nicht schaden, wenn sie unter Wärme gereift wird. Würde den GDL nichts tun. So, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter eben bei den Kaminwurzen. Werden ähnlich hergestellt wie eine Rohwurst, ganz klassisch. Hat auch wieder einen Rindfleischanteil drin, den auch relativ hoch gehalten, sodass man es eben auch leichter in die Naturtherme füllen kann. Da haben wir uns was einfallen lassen bei den Kaminwurzen eben. Die haben wir gemacht, ja, wie urtypisch, sagen wir mal, wie man es früher gemacht hat. Wir haben die Kaminwurzen einfach in rote Kisten gepackt, einfach wirr durcheinander und dann so eben in die Reifeanlage gegeben für 2, 3 Tage zur Vorreifung. Und dann haben diese Kaminwurzen eben auch diese ungleichmäßige Krümmung und ungleichmäßige Form. Es ist typisch, so wurden sie auch früher oder so werden sie auch heute noch teilweise oft auch in Südtirol hergestellt. Und ja, wir finden es ganz schick und haben gedacht, wir machen das einmal wieder so wie früher. Ein absoluter Renner, auch schon seit vielen Jahren überall, wo man Rohwurst zu kaufen bekommt, sind so Salami-Sticks, egal ob scharf, ob mediterran, ob Klassik, die werden gern verwendet. Ich habe es euch vorhin ja gesagt, gerade jetzt am Abend nach dem Abendbrot braucht ja der Mann immer noch ein bisschen was oder auch die Frau immer noch ein bisschen was zu knabbern. Bei einem guten Weißbier oder einer guten Flasche Wein. Beim Ralf sieht man das nicht so, der ist wahrscheinlich relativ sparsam. Seine Freundin ist da ein bisschen anders im Moment, aber das wird sich auch bald ändern, gell Ralf? Das kommt bald wieder raus, was da drin ist. Bei mir sieht man das eher. Ich trinke gerne Weißbier und esse auch gerne einen Salami-Stick. Es ist halt einfach, wenn man das liebt, dann muss man das auch betonen. So ja? Ist es. Ja, genau. Ja, also hier sieht man auch wieder im Video,
Es ist eigentlich wieder das gleiche Grundkonzept. Hier ist da wirklich bloß ganz kurz zu erklären, bei den Sticks, hier hat man wirklich mehr Magerfleisch, also den frische Anteil, den man zum Schluss zugibt, haben wir da wirklich etwas höher gelassen, sogar bei 39%. Geschuldet einfach den dünnen Füllrohr, wenn die Masse da mit oftmals unter 2 Grad, 1 Grad, teilweise 0 Grad rauskommt, dann ist es einfach zu kalt zum Füllen und zu steif und die Wurstmasse wird bröselig und das Ganze funktioniert nicht. Genau. Wenn man etwas bindiger die Geschichte kuttert und mit einem höheren Anteil an Frischfleisch, dann könnte man natürlich die Würste auch, wie es oft bei mir in der Region gemacht wird, einfach nackig rausfüllen. Ich sag mal nackig ohne Darm. Ja, und dann einfach auf Gitter und die dann über die Gitter in die Reifung schieben. Ist auch eine Geschichte, die man dort anwenden kann. Genau. Die Salami-Sticks, die ihr jetzt zu Hause auch habt, wurden in ESC-Därme gefüllt, sprich Eiweiß-Därme. Und ja, wir finden, es lässt sich ganz gut reifen und vor allem mal füllen. Ja, jetzt sind wir hier schon bei den Kümmelknackern. Das ist jetzt wiederum eine andere Herstellung, eigentlich ganz klassisch, nur das Fleisch eben mit allen Gewürzen zusammen vermengt und über 3 oder 5 mm gewolft. Ihr habt die Variante mit 5 mm, wir haben sie bewusst etwas gröber gemacht, sodass wir ein bisschen eine Vielfalt eben drin haben in den ganzen Rohwürstchen. Und ja, Kümmelknacker, Marc, du kennst es selber. Typisches Produkt. Typisches frisches Rohwürstle, wird generell gegessen und wird immer sehr, also soll immer sehr ein bisschen bröcklig sein, so ein bisschen hackfleischartig. Ihr könnt natürlich so ein Produkt auch über einen Kutter fahren, dann müsst ihr euer Fleisch etwas angefrieren. Es gibt einige Betriebe, die einen sogenannten Füllwolf haben. Dort wird das Material angefroren, wird im Kutter angeschnitten, die Würzung kommt dazu, dann geht's auf den Füllwolf und dann kann ich die Körnung, die ich dort erreichen will, natürlich über meinen Füllwolf genauso einstellen und kann das Produkt produzieren. Gibt auch ein super Schnittbild, wäre auch für alle Sorten, die wir heute hergestellt haben, so möglich, das über einen Füllwolf zu machen. Ist natürlich vom Zeitersparnis schon eine andere Hausnummer, ja. Aber ist natürlich auch ein Gerät, was auch natürlich eine gute Menge an Geld kostet. Genau. Also wird nicht jeder haben. Steht nicht in jeder Metzgerei, genau. Muss man sagen. Und zum Schluss haben wir dann noch diese Zwiebelknacker gemacht. Es gibt ja viele, die Pfefferbeisele, Chili-Bollnische oder Chili-Beiser haben. Und wir haben uns einfach mal überlegt, was kann man noch machen und sind auf die Geschichte Zwiebelknacker gekommen und haben einfach da mal ein Würstchen kreiert, was so in die Richtung Zwiebelmettwurst, Zwiebelbeiser mit einer groben Zwiebel noch drin geht. Ich glaube, das ist was auch mal ganz gut ankommt und wo man auch mal eine kleine Vielfalt noch in der Theke oder am Wurstgehäng den Kunden bieten kann. Ja, also muss man sagen, das ist, hat sich absolut etabliert, das Würstchen. Das funktioniert, das läuft und da haben schon viele Kunden, machen das schon bereits. Also die Rezeptur ist jetzt nicht neu erfunden. Wir haben uns was dabei gedacht, eben mit dem Geschmack und mit den Gewürzen und es läuft. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Genau, kommen wir mal zu den Produkten, die wir für euch gemacht haben. Was gehört eigentlich zu einer guten Rohwurst? Ich denke, zu einer guten Rohwurst ist es generell wie bei allen Fleischsorten oder Wurstsorten, die wir herstellen wollen. Es gehört ein vernünftiges Fleisch, ein vernünftiges Ausgangsmaterial. Im Rohwurstbereich nimmt man ja gern Muskelstücke, die teilweise auch von älteren Tieren sind. Muttersauenfleisch, Kuhfleisch wird oft verwendet. Einfach ein trockeneres Fleisch, um natürlich auch für die Reifung ein gutes Medium zu haben, um eine bessere Abtrocknung vielleicht zu kriegen, eine schönere Farbe. Deswegen auch oft von reiferen oder älteren Tieren Fleisch verwendet. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine gute Nährstoffquelle, die man über verschiedene Zuckerstoffe darstellen kann. Ich glaube, die klassischste ist die Dextrose. Oder dann diese Variante des GDLs, das kann man genauso machen. Aber es gibt ja auch mehr Zuckerstoffe, die man verwenden kann. Trockenglucose, Maltodextrin. Man muss immer gucken und dann solltet ihr euch auch mit eurem Fachberater oder mit denjenigen unterhalten, der zu euch in den Betrieb kommt. Welche Kulturen laufen auf welchen Nährstoffen am besten? Und dann könnt ihr das mit uns jederzeit besprechen und dann kriegen wir immer ein super Produkt für euch hin. Genau. Ralf, was haben wir für Würzungen mitgebracht?
Und ein gutes Gewürz braucht man. Ja, das brauchen wir immer, ja klar. Wollte ich gerade noch sagen. Ne? Also, ich hätte mal gestartet in Verbindung. Hier haben wir unser Robusal Salami Optimal. Das ist ein klassisches Rohbusch-Gewürz für einen ganz normalen Haussalami. Für einen guten Salami ist eine Basic-Würzung zusammen eben mit Reifemittel, sprich Dextrose und Umrötungsfunktion, alles inklusive. Das erste Würstchen, was wir damit hergestellt haben, wäre unser Geflügelsalami-Stick. Haben wir gleich was Besonderes. Ich würde das jetzt einfach einmal nehmen. Man kann Geflügelsalami-Sticks natürlich rein auf Geflügelbasis herstellen. Kann der Rolf vielleicht noch einen Satz dazu sagen, was das Thema Pflanzenfett betrifft. Ihr könnt es aber auch mit einem Schweinespeck herstellen, wenn für euch das nicht ganz so wichtig ist, dass das aus reinen Geflügelprodukten besteht. Rolf, zum Thema Pflanzenfett kann man mal sagen, auch von der Verarbeitung her und was man typisch für ein Pflanzenfett verwendet. Also da gibt es spezielle Pflanzenfette für die Herstellung von so Wurstwaren oder Salamiwaren, die auf gehärtete Rapsölbasis sind oder auch Palmfettbasis. Ja, die sind hart. Ja, die sind geeignet, wenn sie dann gekühlt sind, einzuschneiden ins Brät wie ein Speck. Ja, die sind auch bei der Reifung dann so stabil, dass die Reifetemperaturen die nicht zum Schmelzen bringen, bei normalen Reifetemperaturen, was ja bei der normalen Geflügelfettbasis fast gar nicht möglich ist, weil das so ein weiches Fett ist, das läuft ganz ölig aus der Wurstware raus beim Reifen. Deshalb eignet sich das gar nicht so für eine Rohwurst. Ja. Deshalb ersetzt man dann praktisch bei rein Geflügelwürstchen diese Fettbasis durch diese Pflanzenfette, um hier ein ansprechendes Produkt mit einer schönen Körnung zu erzielen können. Ja, man gibt so bis 15% von dem Pflanzenfett zu, lässt sich wie gesagt verarbeiten, ähnlich wie ein Speck. Ja, ist natürlich von der Struktur her nicht ganz so fest, ja, aber man friert es ein und dann kann man das sehr schön mitkörnen. Ist also so für diese Waren kein Problem. Ja. Natürlich, ein Schweinespeck kann man auch verwenden, dann ist das kein reines Geflügelwürstchen. Manche machen das auch mit Rinderfett, damit praktisch keine Schweinebestandteile drin sind. Funktioniert auch. Ja, hat man dann sogar noch eine etwas andere Geschmacksnote durch das Rinderfett drin. Aber man muss es dann entsprechend auch von der Namensgebung so benennen. Ja, aber wenn man ein reines Geflügelwürstchen herstellen möchte, dann ist die Verwendung von dem Pflanzenfettmaterial eigentlich anzuraten. Ich würde auch sagen, dass wir am besten gleich mit der Verkostung des Produktes beginnen, so wie wir den Ablauf unserer Produkte gestaffelt haben. Und auch ihr an den Bildschirmen zu Hause, wenn ihr die Lust habt, gleich mit uns verkostet. Die Salami-Sticks sind alle auf Naturreife-Basis hergestellt. Wir haben dort eine Kultur eingesetzt, eigentlich eine sehr schöne Kultur, die wir sehr oft verwenden, B25 Mild. Eine Dreistammkultur auf Staphylokokken, Betiokokken und einem Lactobacillus. Betiokokken als Baktozinbildner, die vor Listerien schützen, die Listerienschutz bieten sollen beim Produkt. Ein Milchsäurebildner drin und einen guten Farbbildner. Das seht ihr an dem Würstler, das ist sehr stabil, das hat eine schöne, kräftige Farbe. Wir haben eine sehr gute Abtrocknung und jetzt probieren wir halt einfach mal. Genau, oder? Es ist eine schnelle Kultur, ist nur dazu zu sagen. Genau. Und unseren Kollegen noch ein bisschen was bringen hier. Genau. Christian kriegt einen Atem aus. Ihr könnt auch gern, wenn ihr Meinungen dazu habt, uns jederzeit an Christian eine Mail schreiben und auch positive sowie auch negative Einschätzungen geben oder eure Meinung da einfach mal kundtun. Wir freuen uns über alles, was er uns da. Also ich finde das Würstchen sehr gut, muss ich jetzt gleich mal dazu sagen. Ich finde es sehr gut, aber wir werden jetzt natürlich erst dann Unterschied schmecken, wenn wir mal den klassischen Salami-Stick gegenüberhält und den jetzt mal dazu verkostet, den würde ich jetzt gleich mal dazu holen, weil es ist nämlich sogar die gleiche Würzung, ebenfalls mit Salami optimal und dann schmeckt man eigentlich den eigentlichen Unterschied.
Die Salami Optimal ist eigentlich eine Würzung, die wir in beiden Funktionen haben. Einmal mit Geschmacksverstärker Glutamat und einmal als OG-Variante für diejenigen, die lieber ein Produkt haben wollen, was ohne Glutamat ist. Mhm. Wird bei uns im Verkauf sehr gut genommen oder sehr gut verkauft, weil es einfach eine klassische Salami-Würzung ist, die ich für allerlei Salamisorten hernehmen kann. Ob das eine reine Rindersalami ist, ob das Sticks sind, ob das eine klassische Haussalami sind oder selbst wenn einer sagt, ich will eine polnische draus machen, reduziere ich halt einfach die Zugabemenge, kann ich genauso mit Salami optimal machen. Genau, also ich nehme das selbst oft her für Versuche, eben diese Basiswürzung und dann machen wir Versuche mit Trüffel, mit Pfeffer. Also da kann man sich wirklich vervielfältigen. Entschuldigen, da muss ich noch kurz was dazu sagen, das ist luftgetrocknet. Wunderbar. Bevor wir weitermachen, dann kommen noch die Geräucherten. Sag was, ich bring was. Mhm. Mhm. Dankeschön. Danke. Man schmeckt schon, die Salami ist gut abgetrocknet. Ja. Aber ich finde sie sehr rund im Geschmack. Da ist nichts sauer, da beißt nichts, da ist nichts scharf. Ist eine rundum gute Salami. Genau. Grundlage ist nur Schweinefleisch und Schweinespeck. Und ich glaube, für jeden, für einen Abend ein richtig guter Snack, den man dort verwenden kann. Dann okay. Haben wir mehrere Produkte natürlich davon auch gemacht. Wir haben eine Würzung, die ähnlich ist wie die Salami Optimal, auch von der Einstellung her, von der Nährstoffeinstellung her ähnlich. Das ist die Salami mit grobem grünen Pfeffer. Genau. Ja, grüner Pfeffer in der Rohwurst hat ja immer einen besonderen Geschmack, wird ja auch viel verwendet bei Pfefferbeiserlen. Gibt halt so ein bisschen eine frische Note immer noch mit der grüne Pfeffer. Und gibt natürlich auch eine sehr guten Stick oder eine sehr gute Salami. Ich mag grüne Pfeffer generell sehr gern und mache den auch oft in Salamisorten rein. Im Pfefferbeisel-Bereich sogar gern auch den eingelegten Pfeffer. Mhm. Wie siehst du es? Finde ich sehr gut, den eingelegten Pfeffer. Macht einen sehr aromatischen Geschmack. Aber wie schon gesagt, ich arbeite auch wiederum sehr gern mit dem Compound, weil eben da schon der grüne Pfeffer enthalten ist. Ich muss nicht nochmal rumwiegen. Aber wie schon gesagt, der grüne Pfeffer schaut schon schick aus, wenn man den eben im Ganzen hat, im Schnittbild. Macht was her und vor allem auch sehr aromatisch. Genau. Da sieht man es ab und zu, sieht man mal, ja doch, sieht man schon ja, deutlich, den grünen Pfeffer. Schon aromatisch. Und der kommt. Ja. Und der kommt auch. Ich bring's euch gleich. Wir schneiden erst noch irgendwas. Dann müssen wir zu oft gehen. Genau. Das dritte oder vierte im Bunde wären die ganzen normalen klassischen wiederum. Vorhin haben wir luftgetrocknet gehabt, grüner Pfeffer, jetzt kommen die klassischen. Nicht, also die haben quasi einen Rauchstoß bekommen. Das soll jetzt eigentlich schmecken wie eine normale Salami. Auch sehr gut. Und so schmeckt es auch. Genau. Kommen wir zum letzten Produkt, der Sticks. Auch etwas Scharfes. Darf es sein. Chorizo. Haben wir eine gute klassische Chorizo-Würzung gebaut. Die klassische Chorizo ist ja nicht batscharf, sondern die ist ja eher paprika-lastig, sehr, sehr harmonisch vom Paprika und nicht unbedingt nur sehr scharf. Was wir gemacht haben, wir haben einfach noch ein bisschen Scharfwürzer mit auf das Produkt drauf, um dem Würstchen noch so den bisschen Pfiff dazu zu geben, noch ein bisschen Pep rauszuholen. Könnt ihr natürlich bei einer Salami auch machen, kommt immer gut an bei den Kunden und schmeckt einfach. Haben auch noch einen flüssigen Paprika-Extrakt mit zugegeben, eben für dieses tief dunkelrote, leuchtende Rot eben. Ne? Der Paprika ist fettlöslich, das heißt auch das verwendete Schweinefett wird sich nach einer gewissen Zeit einfärben in der Wurst. Ist aber auch gewünscht, ist auch in Spanien oftmals bei einer Chorizo so gewünscht, dass eben das Fett auch alles diese rötliche Farbe kriegt. Der Vorteil von dem Paprika ist einfach noch, dass es ein 30.000er Paprika mit 30.000 Farbeinheiten ist. Wie der Ralf gesagt hat, schon öllöslich. Wir bringen keinen zusätzlichen Zucker mehr ins Produkt rein, was natürlich immer ausschlaggebend natürlich für eure Absäuerung ist. Da ein bisschen drauf achten, was er für ein Paprika immer verwendet, wenn er einen flüssigen nimmt.
nehmt dort gerade im Rohwurstbereich immer einen Paprika, der keinen weiteren Zucker mehr mit ins Produkt bringt. Jetzt schaffe ich das mal zu einem Kollegen noch rüber. Mhm. Holst du dir noch so? Ja, gerade wollte ich sagen. Okay. So. 1, 2, 3. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Ich hätte dann auch gleich ein paar passende Fragen zu den Sticks. Mhm. Und zwar wurde jetzt schon öfters gefragt, ob ihr mal kurz mehr über diese ESC-Därme erzählen könnt und auch, ob man bei der Reifung von diesen Sticks in den ESC-Därmen etwas Spezielleres beachten muss im Vergleich zu normaler Salami im großen Kaliber. Was sind die Unterschiede? Auf was muss ich achten? Also, ja, wie schon gesagt, wir sind Gewürzspezialisten, keine Darmspezialisten. Aber wir haben, ich habe ganz normale ESC-Därme gekauft von, müsste ich lügen, von einer Marke, die im Lager war bei uns. Und ja, letztendlich ist der Darm meines Erachtens so zu behandeln wie eine normale Rohwurst eben beim Reifen. Wir beachten da nichts weiteres, aber es gibt durchaus verschiedene ESC-Därme, die für Rohwürstchen gedacht sind, die für Brühwürstchen gedacht sind, die für Bratwürste gedacht sind, die zum Nachpasteurisieren gedacht sind. Also da gibt's Open End, aber da muss man direkt wirklich weiter verleiten auf denjenigen Hersteller, der das dann eben besser erklären kann. Wir haben spezielle ESC-Därme für Rohwürstchen gehabt und haben die dann auch so behandelt wie eine normale Rohwurst beim Reifen. Beim Reifen vielleicht ein bisschen aufpassen, dass die dünnkalibrige Ware immer genug Feuchtigkeit hat, dass er euch nicht zu schnell austrocknet, dass der pH-Wert vom Produkt sauber und schnell runtergehen kann, dass genug Nährstoff auch da ist. Also Kultur braucht ja immer Feuchtigkeit, Wärme und eine Nährstoffquelle. Und wenn man die zu schnell trocknet, dann haben wir natürlich immer Probleme, dass der pH-Wert nicht sauber und schnell genug runtergeht. Also lieber erstmal ein bisschen feuchter halten, die Produkte, bevor man zu schnell mit der Feuchtigkeit hier runtergeht. Genau. Wolf, gibt es da was dazu zu sagen noch? Ja, also gerade bei der Reifung muss man wirklich aufpassen, dass man hier dieses ganz dünnkalibrige Würstchen nicht zu schnell trocknet, weil wir ja durch den dünnen Durchmesser ja ganz schnell in einem AW-Wertbereich wären, dass die Starterkultur gar nicht mehr arbeiten kann. Ja, wir könnten rein theoretisch das Würstchen so schnell trocknen, dass die Starterkultur in ihrer Aktivität gehemmt wird und dann im Prinzip keine pH-Wertabsenkung hat, keine Gelbildung und, und. In Sachen Sicherheit wäre das ein Fehlprodukt. Das kann von der Farbe her ein Fehlprodukt geben. Es kann vom Geschmack ein Fehlprodukt geben. Also bei dünnkalibrigen wirklich darauf achten, dass die genug Feuchtigkeit haben, bis der pH-Wert unten ist. Ja, und dann kann ich anfangen mit Trocknen und Räuchern. Auch zum Räuchern kann man schon auch was sagen. Ja, also das, was wir jetzt gehabt haben, ein luftgetrocknetes und geräuchertes Würstchen. Ich würde immer sagen, so dünnkalibrige Würstchen eher ganz mild räuchern. Wir haben in dem dünnen Kalibern eine relativ große Oberfläche zum Innenvolumen. Und wenn ich da zu stark räuchere oder auf eine feuchte Oberfläche drauf räuchere, dann wird das Würstchen sehr schnell rauchig, beißig, was sehr unangenehm säuerlich dann nachher rauskommt. Also hier lieber mäßig räuchern, ist von der geschmacklichen Seite wesentlich angenehmer, wie wenn ich ein sehr stark rauchiges Würstchen da erzeuge oder dann auch vielleicht noch feucht auf die Oberfläche drauf räuchere. Das hat eher einen negativen Effekt auf den Geschmack. Also wie gesagt, so eine beißig-rauchige Note. Und das gilt es einfach zu vermeiden, weil die Oberfläche halt so groß ist im Vergleich zum Volumen. Bei gleicher Rauchdichte, Rauchintensität, im größeren Kaliber habe ich da kein Problem. Aber bei den dünnen Kaliber, dann geht es ganz schnell in eher negative Rauchnote über. Ansonsten, wenn der pH-Wert dann unten ist, dann kann ich anfangen mit Trocknen. Dann kann ich anfangen, wenn die Oberfläche trocken ist, mal einen Rauchstoß geben und dann langsam die Feuchtigkeit entziehen, bis die Ware dann entsprechend fertig wäre. Ja, diese Würstchen werden häufig sehr, sehr stark getrocknet, damit die wirklich einen schönen Biss haben, dass sie schön kernig sind. Aber auch hier dann aufpassen, wenn die Ware zu stark getrocknet ist, ja, was dann auch tatsächlich auch schnell vorkommen kann, werden sie etwas strohig. Also hier ist im Prinzip ein Grat zu sehen, wo
höre ich auf mit dem Trocknen, damit die trotzdem noch ein angenehmes Mundgefühl haben und dann auch entsprechend den Geschmack gut rüberbringen. Wenn es zu trocken ist, dann leidet Geschmack, Textur und natürlich auch das Aussehen. Super, sehr schön erklärt. Kommen wir zu einem Produkt, was, sag ich mal, nicht in jeder Region vielleicht zu Hause ist, aber gerade im bayerischen oder im österreichischen Raum sehr viel hergestellt wird. Landjäger typisch durch die Form, Ralf. Genau. Also Landjäger, jetzt muss ich ganz kurz noch was dazu sagen. Einmal mit GDL und einmal ohne GDL. Man sieht auch hier die zwei unterschiedlichen Würzungen. Einmal die Landjäger mit GDL, die enthalten bereits sogar einen Teil Kümmel. Gans ist einfach das typische Gewürz an einen Landjäger. Unsere sind noch mit Rotwein verfeinert, beide Varianten eben. Wird auch noch oft gemacht in viele Betriebe, ist sehr typisch. Und hier haben wir dann eben auch das Gewürz ohne GDL, Landjäger OGOA. Sprich eben ein Reifepräparat für schnittfeste Starterkulturen für Säurebildner. Wir kriegen oft die Frage gestellt, muss an eine GDL-Ware eine Kultur ran? Prinzipiell kann man sagen, die GDL-Ware funktioniert auch ohne eine Kultur. Aber wir verwenden eine reine Staphylokokkenkultur, weil die erstens mal unsere Farbe unterstützt und unseren Geschmack unterstützt. Reine Staphylokokkenkulturen sind immer Farb- und Geschmacksbildner, die man auch im Rohschinkenbereich oft einsetzt. Ihr kriegt einfach ein schöneres Produkt, ein stabileres Produkt, eine festere Farbe, eine schönere Farbe und einfach einen harmonischeren Geschmack bei euren Produkten. Genauso auch bei der GDL-Ware. Oft hat ja die GDL-Ware so ein bisschen den Nachteil, dass man ihr nachsagt, sie wäre etwas oder würde zu schnell säuerlich sein. Das liegt aber auch nur daran, wenn der Anteil an GDL zu hoch eingestellt ist. Und wenn das richtig sauber eingestellt ist, kann man mit so einem Produkt genauso eine super Salami oder einen Landjäger herstellen wie anders auch. Genau. Es ist eine Sache der Reifung und man muss es auch lang genug abreifen, dass sie auch genügend Feuchtigkeit verliert. Und dann hält sich diese Rohwurst eben auch. Ja, ich würde mal sagen, wir probieren mal, Marc. Mhm. Ich bin ja sowieso ein richtiger Kümmelfreund. Ja. Bei uns in der Region ist das eigentlich eins der typischsten Gewürze. Mhm. Rolf, möchtest du noch was sagen? Also, die Schwaben, das sind ja die, da, aus dem Schwabenland, da ist das die Mutterregion der Landjäger. Muss ich ja meine Kollegen da ein bisschen verbessern. Aber ganz typisch für einen Landjäger ist diese kantige Form. Ja, diese kantige Form sollte natürlich auch stabil sein. Deshalb wird sie gepresst. Ihr habt es im Video gesehen, ja, dass die erstmal in Form gepresst wird und dann nachher noch auf eine andere Presse kommt. Ja, das Wichtige ist ganz einfach, um die Stabilität dieser Form zu bewahren, dass das so lange auf der Presse bleibt, bis die pH-Wertabsäuerung beendet ist, die Gelbildung steht. Dann sind die Formen von den Landjäger auch stabil. Ja, mache ich das zu früh von der Presse runter oder habe ich zu wenig abgesäuert? Ja, deshalb ist das auch eine Technologie wie eine schnittfeste Rohwurst, ein Landjäger. Ja, der pH-Wert geht etwas weiter runter, wie jetzt bei einer Rohpolnisch oder beim Pfefferbeißer. Das ist ganz typisch, dass die Gelbildung vom Landjäger fest ist. Ja, ich habe einen tieferen pH-Wert, bin bei 5,0, ja, vielleicht sogar etwas tiefer, 5,1 geht auch, aber in dem Bereich sollte er sein. Dann ist der Landjäger, nachdem er stabilisiert ist, auch formstabil und bleibt so. Ja, habe ich einen Landjäger, der zu wenig gereift ist, dann wird er zum Teil wieder rundlich, ja, verliert seine Form, verliert seine Farbe und das möchte ja eigentlich keiner. Ja. Deshalb dem Produkt auf der Presse genügend Zeit geben, ja, damit die pH-Wertstabilisierung nach unten abgeschlossen ist. Ja. Deshalb bei der Naturreifung natürlich richtig reifen. Da muss man einfach auch sagen, diese, sagen wir, Landjägerpressen sind ja relativ groß und schwer beladen. Ja. Man hat eine ganze Zeit lang, bis die Wärme ja auch praktisch in den Kern von dieser Presse kommt. Ja. Und die Zeit muss ich der Presse auch geben. In der Regel sind es 2-3 Tage. Dann hat die Presse eine komplette Wärme erfahren. Die Landjäger haben genug Zeit gehabt, dass der pH-Wert runtergegangen ist. Man nimmt auch deshalb auch eine schnelle Starterkultur dazu, dass der Prozess nicht zu lange geht. Ja.
Und dann habe ich ein formstabiles Produkt. Im Gegensatz zum GDL, das, was wir auf der einen Seite gemacht haben, geht die Sache natürlich wesentlich schneller, die chemische Säuerung durch das GDL. Das geht über, sage ich mal, Stunden. Ja, das funktioniert in der Kälte. Das ist halt sehr praktisch, weil ich da keine Belegung von der Reifekammer habe, sondern ich schiebe es einfach in den Kühlraum rein. Ja, ich kann sie auch im Raum stehen lassen. Ich kann sie sogar reifen. Das ist alles kein Problem. Die chemische Säuerung ist unabhängig von der Aktivität von einer Starterkultur, sondern die läuft einfach ab. Ja, und hier muss man einfach die Menge an GDL so einstellen, dass der pH-Wert auf den gleichen Bereich ungefähr kommt, damit die Gelbildung dann stattfindet und dann ein formstabiles Produkt habe. Auch hier muss man noch eine andere Besonderheit wissen bei der Herstellung von der GDL, Salami oder Landjäger insbesondere. Man sollte zwischen Herstellung vom Brät und dem Abfüllen nicht zu lange warten, ja, weil die Gelbildung, die findet auch sehr schnell statt, wenn die pH-Wertabsenkung durch das GDL stattfindet, dann sollte die Wurst schon im Darm sein und gepresst sein. Wenn ich zu lange warte, dann fängt die Gelbildung an und beim Füllen zerstöre ich nachher wieder meine Gelbildung und ich habe ein bröckeliges Produkt, die Schnittfähigkeit ist nicht so gut und deshalb da eigentlich zügig arbeiten, Brät herstellen und sofort abfüllen und fertig machen. Wenn sie im Darm ist, wenn sie auf der Presse ist, dann ist es alles kein Problem mehr. Sauber. Genau. Sehr schön erklärt. Farbe ist auch immer ein Thema. Der Rolf hat gesagt, dass man eine schöne, stabile Farbe kriegt. Wir können natürlich das Produkt auch noch mit Farbstoff unterstützen. Das haben wir aktuell hier mal nicht gemacht, weil wir euch zeigen wollten, dass wenn man eine gute Materialauswahl hat, ein gutes Fleisch oder eine gute Fleischauswahl hat, eine vernünftige Kultur verwendet, das Würstler das gar nicht braucht. Natürlich haben wir Produkte, die euch da auch unterstützen. Also man kann auf einen Kamin gehen, wenn ihr solche Produkte verwendet, wie zum Beispiel bei uns Colamin C. Nehmt Kamine, die relativ hoch eingestellt sind von der Kaminsäure, dann bringt ihr wenig Zucker in euer Produkt ein. Zucker ist in der Rohwurst immer Segen oder auch Fluch. Deswegen ein relativ hoch eingestelltes Produkt auch verwenden. Da kann man mit 0,3 bis 0,5 Gramm schon sehr viel machen und unterstützt dort einfach die Farbe. Wenn wir es auf natürliche Art und Weise haben, wenn wir es auf rote Beete oder Rettich haben, haben wir natürlich auch Produkte, die wir euch da anbieten können, die einfach als Gemüse, als pflanzliche Produkte dort eingesetzt werden. Auch da könnt ihr im frischen Rohwurstbereich sowie auch im Salami-Bereich mit unseren Fachberatern und mit uns allen, die der Firma Beck zur Verfügung stehen, gerne drüber reden. Dort können wir auch euch jederzeit ein gutes Produkt anbieten. Ich finde Landjäger richtig gut. Gute Pfeffer-Kümmelnote. Tolles Produkt, passt sicherlich in jede Theke und jeder hat dort einen guten Mehrwert auch im Verkauf. Genau. Wir haben nur deswegen, muss ich nochmal kurz darauf zurück, darauf verzichtet, eben auf farbgebende Stoffe, weil wir eben einen relativ hohen Rindfleischanteil haben von über 40%. Und es sollte eine gute Farbe geben, umso länger der Landjäger eben reift. Gut. Ja. Kommen wir mal weiter zu unseren Würstchen. Zwiebelbeißer. Im Speziellen die Zwiebelbeißer, genau. Jeder kennt Zwiebelmettwurst, mag auch den Geschmack von einer Zwiebelmettwurst. Sehr frisch, pfeffrig, zwiebelig, wird gern als Frühstückswürstle gegessen. Und wir haben gedacht, wir könnten das auch mal als in Rohwürstle, als in einem Naturdarm machen, wie Pfefferbeißerle, mit einem groben Zwiebelgranulat drin. Hergenommen haben wir unsere klassische Zwiebelmettwurst-Pege. Genau. Ist ein klassisches Gewürz eben für eine Feschbärwurst, eine Frühstückswurst in vielen Regionen. Zwiebelmettwurst und ja, hat viele Aromen von frischer Zwiebel drin, weißen Pfeffer, also soll eine sehr frische Note geben. Ne? Hier haben wir eine andere Kultur verwendet, die wir auch im frischen Rohwurstbereich sehr oft verwenden, natürlich auch im Salami-Bereich verwenden können. Das ist eigentlich so ein wenig Allrounder. TL1, auch eine Dreistammkultur, auch wieder mit einem Bakterienbildner drin. Listerienschutz ist ja heute ein Riesenthema in allen Bereichen. Also man sollte gerade im Rohwurstbereich oder im frischen Rohwurstbereich generell immer eine Kultur nehmen, die einen Bakterienbildner mit drin hat. Die TL1 ist im Vergleich zur BE25 milde ein bisschen langsamer, ein bisschen traditioneller. Setzt man auch oft für schimmelgereifte Salamis ein, weil sie einfach auch
bisschen langsamer vom pH-Wert runtergeht, ein bisschen harmonischeren Geschmacksprofil vielleicht noch gibt und einfach ein bisschen von der Charakteristik etwas anders ist. Wo wir sie auch oft noch einsetzen, ist im Rohschinkenbereich, Ralf. Gerade bei langzeitgereiften Rohschinken, dort wollen wir einfach verhindern, durch die leichte pH-Wertabsenkung, dass wir den hefigen Absatz, was auf den Rohschinken oft ist, vermeiden. Deswegen wird auch dort oft mit einer TL1 gearbeitet, aber da bitte, wenn ihr die dort einsetzt, redet mit eurem Fachberater, weil der Einsatz von Zucker muss dort wirklich sauber eingestellt sein, dass es dort immer ein gutes Produkt auch gibt. Genau. Was machen wir noch immer mit rein? Sehr gerne. Wir wollen ja auch, dass so Würstle gerade im Pfefferbeißer, Zwiebelbeißer-Bereich relativ soft bleibt. Soft, da gibt es ja verschiedenste Produkte, auch von was auf dem Markt so unterwegs ist. Sehr oft sind die Produkte immer wieder mit Zucker belastet. Also man findet oft Dextrose oder Trockenglucose drin. Wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt Metsoft P. Hat ein bisschen Würze mit drin und ansonsten Guacamole. Vielleicht kann der Rolf mal erklären, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen, die wir eigentlich haben, Guacamole oder auch Xanthan ist, was es für Vor- und Nachteile natürlich beim Produkt gibt. Vielleicht zwei, drei Worte dazu. Ja gut, beide sind Düngungsmittel, beide sind sehr stark wasserbindend. Ja, das nützt man hier, um einen gewissen Gleiteffekt zwischen den Fleischpartikeln zu erzielen, um eine Gelbildung da zu reduzieren. Diese Würstchen sind ja eher weich. Die möchte der Verbraucher auch weich haben. Die sind nicht so stark abgetrocknet. Also im Gegensatz zu den Salami-Sticks oder die Landjäger, die eigentlich ein klassisches schnittfeste Rohwurst sind, ja, möchte man eigentlich hier entsprechend ein weiches Würstchen, ja. Zuckerstoffe werden da eher moderat eingesetzt, also entsprechend habe ich einen schwächeren pH-Wertabfall. Ich muss irgendwo einen pH-Wertabfall haben, der mindestens unter 5,6, besser unter 5,4 ist, um die Sicherheit zu gewährleisten und auch die lebensmittelrechtliche Belange zu erfüllen. Das braucht man, aber in dem Bereich 5,3 sollte eigentlich der pH-Wert nachher optimalerweise stehen. Ja, dann ist die Gelbildung noch schwächer. Ich habe ein weniger Verband drin. Ja, bei längeren Standzeiten und Trocknung natürlich, dann fängt es auch an. Ja, aber diese werden ja auch nicht so stark abgetrocknet. Und dann habe ich dieses Gua oder das Xanthan im Prinzip als gewisser Gleitmittel, dass diese Würstchen nicht abbinden. Ja, und ich kann beides einsetzen. Das Xanthan hat ein vielleicht etwas angenehmeres Mundgefühl wie das Gua, aber da sind die Präferenzen von den einzelnen Verkoster eigentlich zum Teil unterschiedlich. Beim Xanthan, ich habe geringere Zugabenmenge wie beim Gua. Dafür ist das Gua, denke ich mal, von der preisliche Situation gerade etwas günstiger, aber der Effekt ist eigentlich sehr ähnlich bei beiden. Ja. Man kann sie kombiniert einsetzen, dann hat man sogar noch eine gewisse Synergie zwischen beiden, aber entsprechend haben wir eine E-Nummer mehr. Okay, sehr gut. Gibt es Reaktionen vielleicht auch mal aus dem Publikum oder bei euch an den Fernsehen? Wie euch diese Zwiebelbeißer schmecken, munden oder wie auch immer, gern schreibt es an Christian kurz wieder eine Mail. Wir freuen uns, wenn wir dort ein kleines Feedback von euch bekommen. Und würden dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich. Kann man auch noch kurz dazu sagen, in dem Gewürz Zwiebel Metwurst P ist bereits unser Gua mit eingearbeitet. Sprich, ihr braucht keine weiteren Zutaten mehr, wenn ihr eine Zwiebelmetwurst herstellen wollt. Nur noch Salz, das Gewürz und eben die passenden Starterkulturen dazu. Und der Zwiebelmetwurst über Nacht Zeit geben im Kühlraum oder auch gereift. Dann sollte ein Top-Produkt nichts im Wege stehen. Zusätzlich haben wir noch ein 4 mm Zwiebelgranulat mit dazugegeben. Macht sich immer gut. Gibt da noch so ein bisschen eine kleine Struktur im Würstle. Ich finde es sehr gut, vom Geschmack her auch sehr, sehr intensiv zwiebelig. So soll es sein. Hat aber trotzdem einen schönen Biss, ein schönes Mundgefühl als Rohwürstle. Genau. Und ist noch schön weich. Ja. Ist noch schön weich. Kommen wir mal zu der Kümmelknacker. Auch da haben wir wieder ein standardklassiges, ich sag mal, rohpolnisches Gewürz, was
so ein reiner Allrounder ist, sauber eingestellt vom Nährstoffgehalt, also vom Zuckergehalt, gut eingestellt von natürlich auch von der Umrötung, was Ascorbat betrifft. Viel mehr brauchen wir eigentlich in einem guten Rohwischlinnet und eine gute Kultur. Auch hier sei der Variabel natürlich mit dem Topping. Wenn sie Kümmelknacker heißt, muss auch Kümmel rein. Viele mögen vielleicht keinen ganzen Kümmel. Viele mögen vielleicht auch einen gemahlenen Kümmel. Ja. Da kann man natürlich auch spielen. Ja, ihr könnt natürlich aber auch noch mit Knoblauch spielen. Oder ihr könnt im Prinzip könnt ihr alles drauf geben, was euch so gefällt. Genau. Viele nehmen noch ein bisschen Pfeffer extra dazu. Vor kurzem machen wir sehr viele Versuche mit Wacholder, muss man sagen. Wacholder. Tatsächlich sogar mit gebrochenen Wacholder, dass das auch einmal richtig krass ist, wenn man drauf beißt. Es schmeckt intensiv. Wacholder ist trendy. Man kennt es aus dem Gin und so weiter. Wir finden es gut. Verkosten wir. Genau. Wichtig ist eigentlich, dass die so ein bisschen grümlich ist. Ja, dass die ein bisschen grümlich ist, dass die nicht so einen straffen Verband hat. Der Rolf hat schon gesagt, wir wollen zwar sicher sein, also das heißt einen pH-Wert von 5,4, 5,3 erreichen, aber wir wollen nicht, dass die zu stark abbindet. Schaffst du jetzt mal was hin? Was willst du? Ja, hinschaffen. Ach so, fangen wir los. Die haben auch Hunger. Bis zweier. Ich nutze die Zeit mal gleich, um eine Frage einzuwerfen. Darf man bei den Zwiebelknackern oder den Zwiebelbeißern oder Kümmelknackern ein Aktivfrischkons mit einsetzen? Also ich würde kein Acetat oder Citrat in eine frische Rohwurst einsetzen, weil es das aus meiner Sicht nicht braucht. Was macht Acetat? Acetat ist ja ein Keimhemmer auf der Oberfläche. Ich glaube, im frischen Rohwurstbereich ist unsere Sicherheit, die wir haben, das Hürdenkonzept über die pH-Wertabsenkung, die Salzzugabe, den AW-Wertverlust. Aus meiner Sicht brauchen wir es nicht, aber wir haben einen Spezialisten da, er kann sicherlich das eine oder andere sagen dazu. Wenn ich Acetat einsetze, oder, dann habe ich sogar eher vom chemischen Standpunkt aus einen negativen Effekt. Ja. Ich habe Acetat, was normalerweise einen neutralen pH-Wert hat. Ja, wenn ich das in Rohwurst eingebe, die eigentlich den pH-Wert reduziert haben möchte, also runtergeht, ja, habe ich einen Puffer. Ich brauche eigentlich, um das, was ich erzielen möchte, eine pH-Wertreduzierung, viel mehr Zuckerstoffe, ja, weil die Acetatmenge mir meine Milchsäure, die ja durch die Starterkultur entsteht, wegpuffert. Das ist der eine Effekt. Ja. Acetate sind natürlich sehr stark keimhemmend. Ja. Auch ein Starterkulturpräparat kann durch ein Acetat dann auch gehemmt werden, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ja. Und wenn ich dann tatsächlich so viel Milchsäure gebildet habe, dass mein pH-Wert nach unten geht und diese Barriere vom Acetat, also die Pufferwirkung vom Acetat überschreitet, ja, kommt dann selbst durch diesen tiefen pH-Wert und die entstehende Essigsäure aus dem Acetat dieser Essiggeschmack zustande. Ja. Eigentlich wäre für meinen Begriff eine Acetatzugabe für die Rohwurst eigentlich nicht angebracht. Ja. Wenn jemand was dafür tun möchte, für die Haltbarkeit, für Stabilität, für die Sicherheit, dann sind dann eher Laktatprodukte, die aber in Kombination mit Milchsäure schon auf einen bestimmten pH-Wert eingestellt sind, also auf einen tieferen pH-Wert eingestellt sind, sind dann wesentlich sinnvoller. Ja. Weil dann habe ich zum einen Laktat, Milchsäurepräparat, das sehr mild in der geschmacklichen Seite da ist, den pH-Wert schon mehr oder weniger in die richtige Richtung steuert, ja, viel angesagter wie ein Acetatprodukt. Also ich würde den Einsatz in Rohwurst Acetat eigentlich nicht empfehlen. Laktat ja, oder Laktatpräparate, die mit Milchsäure kombiniert sind, die sind sehr wohl im Einsatz und kann man auch wirklich ohne Probleme verwenden. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist eigentlich noch das Produkt, was wir immer im frischen Zwiebelmettwurstbereich einsetzen. Nicht hier im Würstelbereich, aber im frischen Zwiebelmettwurstbereich, weil da haben wir ja, im Prinzip wollen wir ja der Zwiebelmettwurst keine Wärme zuführen, sondern wollen die Milchsäure über Milchsäure und Laktat nach unten puffern, geben eine Kultur zur Sicherheit und zum Nachweis natürlich in das Produkt mit rein. Und ihr könnt mit eurer Zwiebelmettwurst nach dem Füllen sofort ins Kühlhaus gehen und habt immer ein stabiles und sauberes Produkt. Das ist, glaube ich, sinnvoller und da haben wir das ein oder andere oder zwei Produkte auch im Einsatz, die wir dort euch sehr gerne an der Hand geben. Aber wie gesagt, da uns immer drauf ansprechen, redet mit uns, bestellt euch uns in die Firma und wir werden eure Produkte da sehr gerne einstellen.
So ist es. Ich glaube, Kümmelknacker ist gut. Also, mir hat es sehr gut geschmeckt. Und dann kommen wir mal zum letzten Produkt am heutigen Abend. Kaminwurzen, oder der Ralf sagt, der krumme Hund. Gell? Der krumme Hund. So sieht er auch ein bisschen aus. Hat natürlich, also ich finde, richtig schöne Form, auch wenn der mal nicht ganz so geradlinig aussieht. Das ist wie, fast wie bei den Menschen. Jeder Mensch ist was Besonderes, also muss auch jede Wurst was Besonderes sein. Und ich glaube, das haben wir ganz gut mit dem Produkt hingebracht. Genau. Das Besondere ist, der hast du noch ein bisschen was extra zugesetzt, gell? Das Besondere an der Kaminwurze, wir verkosten sie jetzt auch zum Schluss, weil eben wir haben extra nochmal, im Gewürz ist bereits Knoblauch enthalten. Es ist eine knoblauchlastige Würzung. Wir haben extra nochmal Knoblauch zugegeben. Es ist einfach, ja, es soll eine urige Wurst sein, sie soll markant sein, sie darf rustikal schmecken. Wir haben Knoblauch hinzugegeben und nochmal extra 1 Gramm gemahlenen Wacholder, gemahlene Wacholderbeeren. Das soll einfach noch einmal ein bisschen den Geschmack unterstreichen. Und wir finden, das harmoniert sehr gut in so einer Wurst und wird tatsächlich auch genauso praktiziert außen in den Betriebe. Probieren wir. Sehr gut. Mhm. Auch hier wollen wir wieder einen pH-Wert, der eher in Richtung Salami-pH-Wert geht, also zwischen 5,0, 5,1 erreichen, einfach eine stabilere Wurst. Ihr seht auch schon die Körnung oder das Schnittbild hat eine richtig schöne Körnung. Es bleibt exakt, es hat keinen Trockenrand, es ist gut ausgereift. Es hat eine gute Gelbildung gehabt und schmeckt richtig harmonisch. Also man schmeckt da den Wacholder gut raus. Ja. Knoblauch ist generell immer gut in der Rohwurst und das macht einfach das Produkt aus. Genau, also diese, die ist sauber abgereift, wie du es schon gesagt hast, die Kollegen vielleicht verkosten lassen. Ja, wenn noch Fragen sind, kann man ja gerne noch was dazu einwerfen. Unser Experte hat noch eine Anmerkung zur Kaminwurz. Ja, das ist natürlich eine klassische Wurst aus dem Alpenbereich. Jeder kennt es, wenn er mal auf der Alm war, Almjause genommen hat. Ja, da gehört einfach Kaminwurze dazu. Ja, die gibt's natürlich auch in verschiedenste andere Abwandlungen mit Wildfleisch, mit Hirsch, mit Wildschwein, mit Gams. Ja, das ist einfach das, was da früher halt angefallen ist, ja, aus der Jagd, wurde dann verarbeitet und hat dann auch eine tiefrote, dunkle Farbe, hat einen markanten Geschmack, ja. Das ist einfach so ein klassisches Produkt, wo eigentlich dann auch in jedem Wanderrucksack gehört, ja. Das ist ein Produkt, das kann man jederzeit festspornen und auf dem Berg schmeckt es noch viel besser wie jetzt bei uns im Tal. Ja, also ich liebe das, wenn ich auf dem Berg bin, habe eine schöne Wanderung gemacht und dann bin ich auf Almhütte und gibt Bretteljause, wo Kaminwurzen dabei ist da und die Sonne scheint. Was Schöneres gibt es doch gar nicht. So ist es. Genau. Das wären die Produkte, die wir euch heute vorstellen würden. Ich hoffe, ihr habt einiges probiert oder ihr konntet alles probieren nach den vielen Sachen, die heute den ganzen Tag zu verkosten waren. Ich glaube, alle Produkte, wie wir sie da haben, sind für sich jeder eine kleine Besonderheit. Viele machen vielleicht das eine oder andere schon, wo ihr noch Bedarf habt und noch Fragen zu den einzelnen Produkten. Wendet euch gern an uns, ob jetzt noch in der Sendung oder auch in der Zukunft später. Die Berater und die Crew von Beck Gewürze steht jederzeit für euch immer zur Verfügung. Ich denke, das habt ihr in den letzten Jahren oder in den vielen Jahren auch gemerkt, dass wir einfach für unsere Kunden da sein wollen, dass wir mit euch gute Produkte entwickeln wollen, dass wir bei Fragen oder auch bei Problemen zu jeder Zeit für euch da sind und euch natürlich da auch helfen wollen, dass wenn eure Produkte gut sind, sind auch unsere Produkte gut. So muss man es ja im Endeffekt sehen. Genau. Und wir hoffen, dass es euch etwas gefallen hat und dass ihr Spaß beim Verkosten hattet. Genau, vielleicht ist ja noch das ein oder andere Produkt dabei, was interessant ist für ein Sortiment. Und ja, ansonsten, vielleicht sind noch irgendwelche Fragen da, Christian? Ja, ich hätte noch 2 Fragen zu Rohwurst allgemein, Rohwürstchen allgemein. Mhm. Und zwar einmal geht es hier speziell um Chorizo. Da gibt es das Problem, dass wenn die Wurst fertig ist, abgetrocknet ist und verpackt ist, da dann ein Ölfilm austritt.
der dann meistens rötlich ist, weil Chorizo mit Paprikaextrakt zugesetzt, wir haben es vorhin gesagt, auf Ölbasis, wir wollen keinen Zucker mehr reinbringen. Gibt es was, um zu vermeiden, dass dieser Öl, dass das Öl austritt? Kann man da was machen? Ich denke mal, dass das natürlich auch am Speckmaterial teilweise liegt, was man für Ausgangsmaterial hat. Wenn der Speck teilweise relativ schmalzig ist, habe ich oft Ausölungen, auch bei der Salami oder auch bei der Chorizo. Natürlich kann es auch an eurem Paprika liegen, den ihr zugibt, an einem flüssigen Paprika, der eingesetzt wird, dass die Menge zu hoch ist oder dass da auch zu viel davon reinkommt. Ich weiß nicht, ob der Rolf noch irgendeine Empfehlung hat oder Ralf? Ja, nur ganz kurz am Rande nochmal. Also ich finde, dass natürlich am flüssig Paprika, der öllöslich ist tatsächlich, da liegt es zum einen mit Sicherheit irgendwo mit dran. Oftmals wird die Chorizo auch gröber gehandhabt. Das heißt, die Fettpartikel sind gröber. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man den flüssigen Paprika erst zum Schluss einlaufen lässt in die ganze Wurstware, nicht gleich am Anfang eben tief mit einkuttert. Und ja, dadurch vermeide ich ein bisschen, dass das sich so aufschlägt und verteilt im Fleisch. Und ich habe das nur eben, ja, ich kann es nicht hundertprozentig erklären, ich habe es dann nur in meinem Fettgewebe eben, das, was ich damit eben färben möchte. Ich schlage es nicht überall hin und nicht zu tief auf. Und dadurch bleibt auch die Farbe tiefroter und der Paprika saftet nicht so aus. Rolf, möchtest du was hinzufügen? Gut, ich denke mal, es hängt auch ganz viel von der Fettqualität ab. Ja? Wenn man auch schon wirklich so spanisches Schweinefleisch gesehen hat, ja, diese Speck- oder Speckqualitäten waren zum Teil wirklich schon richtig weich. Ja, und die sind natürlich auch schneller beim Ausölen dabei. Und was man dann auch sehr häufig hat, ist, dass bei der Chorizo sehr, also Original-Chorizo oder auch nachgemachter Chorizo, sehr hohe Mengen an Paprikapulver zugesetzt werden. Ja. Und ich habe das schon sehr häufig beobachtet, dass dann diese hohe Menge an Paprikapulver auch eine Gelbildung verhindert. Da sind praktisch alle Fleischpartikelchen mit einer Umhüllung von Paprikapulver umgeben und die waren dann auch sehr, sehr bröckelig. Ist vielleicht in Spanien tatsächlich auch so traditionell und gewünscht, ja. Aber so wird dann auch die Speckoberfläche nicht sauber eingeschlossen in eine Gelmatrix, sondern ist da irgendwo unterbrochen durch dieses hohe Gehalt an Paprikapulver. Und ich vermute, dass dann hier dieser Effekt noch stärker zum Tragen kommt, dass Fett ausölen kann und dann praktisch in der Packung zu einer, sage ich jetzt mal, leichten Ölphase kommt. Ja, ich würde das jetzt so tolerieren, weil das vielleicht traditionell ist, aber es stört natürlich in der fertigen Verpackung, wo dann vielleicht tatsächlich so ein kleiner Ölfilm ist. Beim Auspacken hat man dann vielleicht auch rötliche Finger, ist schon der eine oder andere unangenehm, aber ich denke mal, da sind die Ursachen eigentlich zu suchen an der Speckqualität, an der Fettqualität und dann vielleicht an der hohen Menge an Paprikapulver. Also vielleicht auch nochmal als Tipp, uns einfach kurz anschreiben. Wir kommen in Betrieb, wir schauen uns an, wir gucken mal, liegt es an der Würzung, liegt es am Fettgehalt, schauen uns einfach mal das Produkt an. Ist, glaube ich, die bessere Variante, auch mal so ein Produkt besser zu bewerten, wie jetzt nur rein aus der Frage her, das zu beantworten. Oft muss man das Produkt auch einfach mal sehen. Ja. Christian, die zweite Frage. Genau, da geht es auch um ein fertiges Produkt. Wir kennen das Problem schon öfters, haben uns damit schon befasst. Wenn man das fertige Rohfilet hat, dass sich da ein weißer Belag außen bildet. Also es ist jetzt kein Schimmel, wir wissen, also dieser weiße Film, was kann man dagegen machen? Willst du? Ich kann kurz anstoßen, das Thema. Und zwar, da handelt es sich oftmals um einen Salz- oder einen Kreatinausschlag, den eben die Rohwürstchen haben. Bedingt durch Magerfleischanteil. Wir haben Produkte dagegen. Und Rolf, da würde ich dir kurz das Wort übergeben. Wir haben ein schönes Produkt und durch was wird es hervorgerufen, damit, weil eben dieser Kreatinausschlag immer geschieht?
Gut, letztendlich ist das auch eine Sache von der Fleischqualität. Es tritt mal auf, das tritt mal weniger stark auf. Ja, es tritt auf, wenn die Ware meistens dann vorher verpackt war, wenn Temperaturschwankungen aufgetreten sind beim Lagern, beim Transport und dann auch vielleicht im Laden. Ja, es sind auf jeden Fall lösliche Stoffe, die aus dem Wurstinnern nach außen kommen und eine weißliche Belag an Oberfläche beim Abtrocknen dann bilden. Kreatinin oder andere lösliche Salze aus dem Produkt. Ja. Letztendlich richtig vermeiden kann man das nicht. Man kann es nur, ich sag mal, überschminken. Ja. Wir haben eine Tauchmasse, wo dann die Würstchen getaucht werden drin und dann einen ganz, ganz leichten Ölfilm an der Oberfläche erzeugen, damit dieser Kreatininausschlag eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Ja. Es ist noch vorhanden, aber er wird dann einfach durch diese Ölschicht gecovert. Ja, und die Optik ist dann eher etwas glänzend und nicht mehr trüb, matt und weißlich. Ja, das ist der einzige Weg, wo man das dann entsprechend verhindern kann. Ja, indem man da einfach taucht, abtrocknet, also wieder sehr stark abtrocknet, dass die Oberfläche wieder entsprechend trocken ist und dann einen ganz leichten, wirklich fast unsichtbaren Ölfilm an der Oberfläche bildet, der dann diesen weißen Film nicht sichtbar erscheinen lässt. Okay, genau. Also kurz zum Produkt eben. Das Back Protect heißt es eben bei uns. Es ist ein flüssiges Produkt. Da drin werden eben die Würstchen nach vollständiger Reifung getaucht und nochmal gründlich angetrocknet, dieses Produkt, dann sollte eben das Problem so gut wie behoben sein. Ja, wenn wir jetzt sonst noch Fragen haben, dann immer her damit. Bitte denkt dran, im Nachgang kommen noch 3 Fragen auch an euch, vielleicht könnt ihr die beantworten, um uns natürlich zu helfen, auch bei den nächsten Shows, bei den nächsten Online-Veranstaltungen noch besser zu werden. Gebt uns euer Feedback, schreibt kurz rein, was war gut, was war nicht gut, beantwortet kurz die 3 Fragen, das würde uns sehr helfen. Und ich glaube, wir sind relativ am Schluss. Wir haben einen sehr schönen Tag heute gehabt, ich hoffe, ihr auch. Tolle Produkte präsentieren dürfen, wieder bis jetzt schon sehr viele gute Resonanzen auch von unseren Kunden bekommen oder von euch bekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ich kann mich an der Stelle nur bedanken für diese Begeisterung oder auch für diese Teilnahme an den heutigen Shows. Von meiner Seite vielen Dank. Wenn irgendwas ist, ruft uns an, sprecht uns an. Wir sind jederzeit gerne da und helfen, wo wir können. Wir haben genug Leute, die, ich denke, alle Fragen beantworten können, wenn wir das vielleicht auch mal nicht können. Aber dafür sind wir ein Team und deswegen könnt ihr auf gute Geschäfte mit der Firma Beck machen und könnt auf uns vertrauen. Ralf? Das sehe ich ähnlich, Marc. Und wie schon gesagt, mir hat es heute riesig Spaß gemacht. Ich finde das ganze Team, das hat heute alles gut harmoniert. Und dann wollen wir doch mal vielleicht sogar die Kollegen mit dazu rufen. Rolf vielleicht, genau. Der will vielleicht auch noch 2, 3 Worte sagen, oder? Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Zuhören, für dabei sein live und der Stage von Beck. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann sind meine Kollegen, ja.